Guten Morgen. Was ist der Sinn des Lebens? Ja. Also eine Frage, die kann man immer so schön mal in den Raum werfen und da wird man immer eine zufriedenstellende Antwort finden. Und das Problem dabei ist vielmehr, dass man wirklich seinen Sinn des Lebens findet. Denn häufig ist es so, dass schon so viele Menschen vor allem dieses Thema in einem Video oder in einem persönlichen Gespräch mit euch geteilt haben. Und dass ihr dann den Sinn des Lebens des anderen als manchmal durchaus sinnvoll erachtet und sagt, hey, das könnte doch auch mein Sinn des Lebens sein. Fühlt sich vielleicht ganz gut an. Wozu ich euch heute animieren möchte, ist tatsächlich deinen Sinn des Lebens zu finden. Und dieser dein Sinn sollte niemals eine Kopie des Sinnes eines anderen sein. Und damit meine ich auch nicht nur einer individuellen Person, sondern auch einer Glaubensgemeinschaft, einer spirituellen Vereinigung oder eines gesellschaftlichen Konstruktes in irgendeiner Art und Weise, sondern es sollte tatsächlich ausgehend deiner Energie, deiner Erfahrungen, deines individuellen Lebensweges gerecht werdender Weg sein, der das widerspiegelt. Jeder Mensch hat andere Talente, jeder Mensch hat andere Interessen, jeder Mensch fühlt sich begeistert von anderen Dingen und das alles, Begeisterung, Interesse und Talente zu vereinen in einem individuellen Sinn des Lebens, darin liegt so ein bisschen die Meisterschaft des Lebens. Weil dann ist man nicht mehr so sehr auf der Suche, sondern kann vielmehr im Jetzt, im Alltag, in den ganz normalen Dingen des Lebens viel mehr aufgehen und Zufriedenheit erfahren, als wenn man im Kopf nur irgendwie auf der Suche ist oder Dinge in irgendeiner Art und Weise beachtet und vollzieht, die gar nicht dem eigenen, dem individuellen Lebensweg dienen, sondern den Normen einer, gearteten Gemeinschaft oder eines Themas darauf ausgerichtet sind. Und das ist ganz, ganz wichtig zu begreifen, dass man eine individuelle Energie hat, ein individuelles Energiemuster. Das erkennt man schon daran, dass zum Beispiel der Fingerabdruck was ganz, ganz Individuelles ist. Das ist keine Sache, die einfach so ein anderer auch hat und dann gleich ist. Und selbst wenn zwei Menschen denselben Fingerabdruck haben sollten, so würden sie mit Sicherheit nicht dasselbe Gesicht haben und dieselben Erfahrungen gesammelt haben. Dieselben Erfahrungen an sich sind Dinge, die ungemein stark prägen. Man fühlt sich von Dingen hingezogen, wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Und man fühlt sich von gewissen Dingen abgestoßen, wo man die Erfahrung nicht gemacht hat. Sehr häufig beruht eine Aversion gegen irgendetwas, weil man die Erfahrung noch gar nicht gemacht hat. Weil wir in unserer Komfortzone sind, weil wir in unserem Tunnel sind, der sich als sicher anfühlt. Das ist genetisch so programmiert, dass wir sehr sicherheitsliebende Menschen sind. Und da ist alles, was irgendwie out of the box ist, was außerhalb des eigenen Horizontes ist, des eigenen Erfahrungshorizontes, ist in erster Linie erstmal eine potenzielle Gefahr und keine potenzielle Chance. Das ist schade, weil wir in einer sehr sicheren Welt leben und einer Welt voller Chancen. Aber es ist leider so, dass wir das eher als Gefahr sehen. So, und nun ist die Frage, wie findet man dann seinen eigenen Weg oder wie findet man diesen individuellen Lebenssinn? Und da glaube ich erfahren zu haben, dass die meisten Menschen dieses in Inspirationen von außen suchen, dass sie sehr viel darüber sich informieren, wo halt der Sinn des Lebens besteht in den verschiedenen Ansätzen oder Glaubensgemeinschaften. Ich habe selber quasi alle großen Religionen durch, mich auch mit der einen oder anderen, Sekte beschäftigt und alle haben total interessante Ansätze. Das Grundlegende ist fast bei allen gleich und ja, das war halt so meine Suche nach auch dem Sinn des Lebens. Und letztlich ist aber alles, was so von außen kommt, jetzt Kurse oder Ausbildungen, gerade jetzt im spirituellen Bereich, solche Retreats und so weiter, das ist halt alles immer mit dieser Gefahr verbunden, dass man etwas übergestülpt bekommt oder sagen wir es mal so, den Eindruck hat, dass man sich das selber überstülpt, dass da immer so die Gefahr der Individualität verloren geht. Deswegen würde ich gerne euch dazu inspirieren, auf diesem Weg, auf diesem individuellen Lebenssinn zu finden Weg, dass ihr
eher den Fokus habt, nicht Kurse zu besuchen, nicht euch zu informieren, sondern eher die Dinge abzustreifen. Eher euer Wissen abzustreifen, eher eure Glaubenssätze abzustreifen, alles abzustreifen, was ihr irgendwie abstreifen könnt, euch geistig so nackt wie möglich macht. Wenn ihr das schafft, wenn ihr es schafft, so quasi Tabula Rasa zu machen, ein unbeschriebenes Blatt zu sein, dann habt ihr gute Chancen, euren individuellen Lebenssinn zu finden, weil ihr dann ganz behutsam und bewusst vor allem die Dinge wieder in euer Leben integriert. Wenn ihr es schafft, im Idealfall alle Beziehungen, die sich nicht gut fühlen, abzustreifen, euren Job, alle was mit Karriere zu tun hat, abzustreifen, alle sozialen Kontakte, die, wo ihr merkt, da stimmt irgendwas nicht, alles erstmal abzustreifen. Wenn ihr es schafft, die gesellschaftlichen Werte abzustreifen, wenn ihr Überzeugungen, Moralvorstellungen, wenn ihr das alles abstreift, alles, all das, und dann behutsam Erfahrung für Erfahrung macht, dann ist das ein Weg, der auf jeden Fall nicht schnell geht. Ihr werdet dann nicht zack, ihr habt euren Sinn des Lebens gefunden. Aber ihr werdet sehr nah an die tatsächliche Wahrheit kommen, was eure Bestimmung ist, sage ich mal, oder euer Sinn des Lebens ist, den ihr euch tatsächlich selbst geben könnt, der aber auf diesem Prozess, in dem ihr euch ihn selbst gebt, ja irgendwo auch Bestimmung ist, ausgehend von euren Talenten und von euren, was ihr im Kopf habt. Also immer wieder bei der Frage, gibt es tatsächlich einen freien Willen? So tief möchte ich heute gar nicht in die Materie eingehen, zumal ich auch ein Video dazu schon gemacht habe. Aber mein ganz großer Appell, ausgehend von meiner eigenen Erfahrung ist, und ich habe den Fehler, und ich bezeichne ihn als Fehler, weil ich das so sehe, andere können das auch gerne anders bezeichnen, ich sehe es als Fehler, versucht nicht, euren Sinn des Lebens zu finden, indem ihr irgendetwas dazu holt an Informationen, sondern indem ihr abstreift, indem ihr wirklich abstreift. Alles, alles was euch möglich ist. Ich wünsche euch viel Freude und viel Erfahrung auf diesem Weg. Alles Liebe, euer Samuel.